Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Darkkiller und wir sind immer noch jetzt bei One Piece. Also nicht irritieren lassen, die Hauptstory ist schon beendet, falls ihr jetzt das Video jetzt anschaut. Wir haben die Hauptstory beendet, aber ich habe euch versprochen, es kommt noch ein Video. Also ich mache jetzt mit euch ein, zwei Nebenquests noch zum Abschluss. Vielleicht können wir noch einige Fertigkeiten aufwerten oder neue Funktionen aktivieren. So. Genau. Redet er mit uns gerade nicht? Also, ich mache schnell die Gegner noch fertig da. Und ich habe mir vorgenommen, einfach einige Nebenquests noch euch zu zeigen. Weil die Hauptstory ist schon beendet. Der Endfight. Das Ganze seht ihr einfach im letzten Video von mir. Einfach reinschauen ins Kanal. Und jetzt machen wir noch einige Quests. So, weg mit dir. Du stehst uns im Weg. Der Typ, der versucht sogar mit der Kanone uns anzugreifen. Was soll das? Gut, ich glaube. Okay, einer ist noch da. Weg mit dir. Komm schon. Jawohl. Da oben ist noch einer. Alles klar. Kann ich mich hier zu ihm rüberziehen? Komm schon. Ja, mit seinem fetten Sniper. Weg da. Schön getroffen, Raffi. Gut, dann nehmen wir mal schnell die Nebenquests an. Also dann habt ihr ziemlich alles vom Spiel auch gesehen. Alles klar. Einfach akzeptieren. Gut, Missionen. Geist im Fass. Ja. Nehme ich mal an. Ist schon abgeschlossen. Das haben wir mittlerweile wahrscheinlich nebenbei schon aufgesammelt. Ich rede jetzt gerade, wieso die nächste Quest nicht anzeigt. Weil wenn ich schon da bin, nehme ich gleich mehrere Quests an. So. Lauf da. So, weiter unten ist es. Also, es war einfach nur eine Idee von mir, zum Abschluss noch ein Video zu schenken. Einfach zum One Piece. Vielleicht habt ihr ein, zwei Quests, wo ihr selber nicht weiterkommt oder euch interessiert. Und deswegen mache ich das Video auch für euch. Und vor allem, wenn jemand das Spiel in 100% abschließen will, um zum Beispiel die Platin-Trophäe bei der PS4 zu holen, müsst ihr dann, glaube ich, 100 Nebenquests erfüllen und alle Schätze finden, andere Aufgaben noch erfüllen, alle Fertigkeiten verbessern. Also habt ihr da noch einiges zu tun im Spiel. Ob ich mir die Platin-Trophäe hole, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen. Ich habe noch andere Projekte im Kopf, was ich starten würde am liebsten. Außer es interessiert euch, dann schreibt in die Kommentare rein. Und dann mache ich auch einen Guide dazu, wie man die Platin-Trophäe holen kann. Aber wie gesagt, im Grunde einfach die Hauptstory abschließen, 100 Nebenquests erfüllen und ich glaube 1000 Gegner müssen besiegt werden, 30 mal perfektes Ausweichen, einfach die ganzen Fertigkeiten einsetzen, dann erfüllt sich das Ganze mit der Zeit da. Also die müssen nicht was Spezielles machen und ist auch nicht ganz so schwierig. Also einfach etwas Zeit ins im One Piece Universum verwenden. Dann war es das auch. So. Einen verdächtigen Fass finden, alles klar. Dann aktivieren wir mal unseren Beobachtungshaki. Sieht doch alles verdächtiger aus. Aber da war was Rotes. Da war doch was Rotes. Oder täuscht mich das gerade?
Es sind mehrere Fässer, die verdächtig sind. Mal schauen. Okay, Gegnerinnen, alles klar. Weg mit dir. Ja, verdächtig sind solche Fässer schon, wenn sich Gegner verbirgen. Okay, sind überall Gegner wie. So, Jungs, weg da. Du genauso. Ich liebe die Fähigkeit, das ist Hammer. So ein etwas stärkerer Gegner. Auch nicht stark genug für uns. Schön drauf da. Nicht weglaufen, Jungs. Bleib ruhig stehen. Oh, Ressourcen. Einfach mitnehmen unterwegs, einfach immer schauen, falls ihr Schatzkisten habt, öffnen. Weil ihr müsst insgesamt 200 Kisten öffnen, damit die Nebenquest erfüllt wird. Ey, stört mich gerade nicht. Und deswegen einfach alle Kisten, was in der Nähe sind, öffnen und Gegner besiegen. Dann geht das Ganze schon. Deswegen mache ich ein, zwei Quests für euch noch mit. Und vor allem werden davor wenig Zeit im One Piece Universum jetzt da durchzuspielen. Jungs, ganz ruhig. Elephant Gatling. Die Elephant Gatling könnte man, glaube ich, noch verstärken. Aber das brauchen wir für die Gegner eigentlich nicht. So. Da oben ist noch einer. Komm her. Rauf da. Komm schon, Raufi. Schön drauf. Schön auf die 12. Gut. Und zum dem noch. Zum Abschluss. Ja, G4 kann ich leider nicht aktivieren. So. War es das eigentlich, oder? Ja, wir müssen die verdächtige Kiste noch finden. Immer noch. Sehen doch alle verdächtiger aus. Da hinten ist noch eine rote. Ja, wahrscheinlich sind es die roten Kisten, wo sich Gegner dann verstecken. War das die? Mal schauen. Ja, da war ein Gegner rein. So. Da die nächsten. Schön draufhalten. Jawohl. Ich glaube, das war's. Zumindest mit dem Fass. Da hinten ist noch ein roter Fass. Den Typen hinten haben wir doch mal besiegt. In der Story-Mission. War das der? Hallo, mach's auf. Okay, der ist schon etwas fetter. Du bekommst was Spezielles. Okay, da kommen jetzt einige auf uns zu. Jungs, weg da. So. Legt euch einfach hin, Jungs. Ihr bekommt die Elephant Gatling zu spüren. Wunderschön einfach. Immer wieder wunderschön. Du stehst mir im Weg, mein Freund. Okay, da kommen jetzt alle auf einmal. Aber die bekommen schön die Elephant Gatling wieder. Okay, zu wenig Platz. Aber dafür eine andere coole Fähigkeit. Schön drauf, Raffi. Und nebenbei verdienen wir auch Fertigkeitspunkte. Was auch nicht schlecht ist.
können wir wieder aufwerten. Aber ich gehe mal da wieder rauf. Komm schon, Ruffy. Und mal schauen, wo es noch eine verdächtige Kiste gibt auf der Insel. Okay, das waren nur die Gegner. So, ich sehe hier jetzt nichts mehr Verdächtiges. Außer 30.000 Gegner wieder. Ja gut, nehme ich den noch mit, wenn er schon da steht. Warum denn nicht? Komm her. Komm schon, schön drauf da. Jawohl. So, ich glaube, das war's dann gleich mal mit den Gegnern. Da oben war ja einer. Hey, komm her. Okay, ins Wasser sollten wir nicht rein. Es mag Ruffy nicht. Kann ich verstehen. Hey, hör auf. Hör auf, ins Wasser zu schmeißen. War da was? Da eine Kiste wieder. Okay, das war eine normale Kiste jetzt. Hey. Okay. Gehen wir einfach mit der Kiste weiter. Gut. Ich sehe hier nichts mehr Verdächtiges. Verstehe. Ja, vielleicht müssen wir die Gegner einfach ausschalten. Machen wir das Ganze mal. Auch wenn es jetzt 30.000 Gegner kommen. So. Du genauso. Da oben ist ja einer. Schön drauf da. Gut, das war's, glaube ich. Ich gehe mal da oben rauf. Da haben wir einen besseren Überblick. Mal schauen. So, ich sehe da nichts mehr Verdächtiges. Ja, es könnte überall im Rubindorf sein, aber... Ich hab das so ziemlich alles zerstört jetzt. Was ist da oben? Wieder ein Fass. Sieht doch besser aus. Wieder. Okay, der ist echt verdächtig. Da bist du nicht Stroh, natürlich. Alles klar, wenn der Typ drin ist, kann das nur verdächtig sein. Alles klar. Kämpf doch gegen uns. Okay. Der Geist im Fass, das war's. Das war nur Buggy. Buggy der Clown. So, dann würde ich sagen, nehmen wir die nächste Mission an. Janne und die Crew. Jetzt sein Card, ja. Mal schauen. Nehmen wir was anderes. Das könnte interessant sein. Materialanfrage, warum nicht? Aber davor kann ich, glaube ich, eine Fertigkeit wieder verbessern. Ja, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ja, hört sich doch gut an, dass wir im Beobachtungshaki stärkere Angriffe ausführen. Und quatschen wir mal jetzt mit der Alten.
Okay, wir haben nicht genug Kartoffeln. So, wo finden wir denn Kartoffeln? Okay, das finden wir wahrscheinlich irgendwo. Das Geheimnis der Mine. Weil ich sammle einfach die ganzen Ressourcen so nebenbei, wenn ich es mal finde. Und das spart euch die Zeit einfach. Ja, reisen wir einfach zu unserer Mine wieder. Und machen einfach jetzt noch die Nebenquest in der Mine und glaube, das wird dann auch gewesen sein mit dem Video. So, rein da. Also, ich kann es nicht mehr erzählen, wie oft die in der Mine drinnen waren. So, die Jungs lasse ich mal kurz in Ruhe. So, was ist das Geheimnis? Gibt es da was Auffälliges? Was eigentlich nichts Spezielles. Ach, muss ich ein Stockwerk rauf wieder? Was haben wir da? Ressourcen? Nehme ich natürlich mit. Dann noch was. Die Matrosen finden, okay. Welche Matrosen ist die Frage? Es sind zigtausende Soldaten da. Mal schauen. Sie wird mal ein Stockwerk nach oben gehen. Dann haben wir auch einen besseren Überblick. So, falls ich einen Eingang wieder finde. Ruhig, Jungs. Also noch wollen wir nicht kämpfen, also ganz ruhig. 4. Ich glaube, wir brauchen die 5 zum Raufgehen. Ja. Rauf da, Raufi, komm schon. Okay, die Störung ist schon ab und zu etwas tricky. So, meine Freunde, rauf da. Schauen, was die Quest hier uns bringt. Rauf da. Jawohl. Dann nehmen wir einfach mit. Der stört uns gerade. Gut, ich glaube, wahrscheinlich nochmal rauf, wie es aussieht. So, dazu brauchen wir, glaube ich, Tür Nummer 8. Oh, was ist da? Interagieren. Okay, nur Ressourcen. Nummer 8, also rauf da. Okay, was ist da unten? Hey, ganz ruhig. Ganz ruhig, Jungs. Ich glaube, da waren wir schon mal. Ich glaube fast, da waren wir schon einmal. Wird sich das gleiche herausstellen. Okay, das war nicht unser Geheimnis. Ja, da waren wir mal. Da mit dem Lift, was wir nicht bedienen können. Ich glaube, da geht es noch rauf. Ja.
Da vielleicht. Okay, nein, falscher Weg. Da geht's raus. Okay, ich glaube, es muss in der Mine was sein, ja. Da oben. Wir müssten irgendwie nochmal nach oben kommen. So. Da. Gehst du da irgendwie rauf? Ja, eigentlich mit dem Lift, aber. Sieht nicht so aus, dass wir da irgendwie raufkommen. Okay, das war die Sackgasse. Sackgasse, da waren wir schon. Da gehst du nochmal rauf. Okay. Ich geh mal darauf. Vielleicht kommen wir da irgendwo raus. Finden das Geheimnis. Ja, da geht's leider nicht weiter. So, eigentlich muss es in dem markierten Bereich sein, irgendwo. Also es sollte nicht weit weg sein. Gut, meine Freunde. Ja, wir haben uns genau die schwierigste Quest aller Quests ausgesucht. Was da irgendwie tricky ist. So, geht da rein, Raffi. Ich glaube fast, wir müssen da irgendwo zum Lift drauf, weil. Aber da finde ich jetzt keinen Ausweg. Weil da waren wir schon richtig mit dem Marketen. Ja, vielleicht. Das war gerade ein Fehler von mir. Vielleicht Beobachtungshacke einsetzen. Und. Bereich erkunden. So, wo war das jetzt? Da waren wir. Gehst du irgendwie rein? Sollen wir die Gegner ausschalten? Die stören mich gerade. Okay, da kann ich nichts auswählen und. Das ist eine gute Frage. Eine echt gute Frage. Was haben wir da? Es zeigt irgendwie trotzdem nach oben, also wir müssen wahrscheinlich ganz nach oben. Wie wenn da kein Lift funktioniert? Kann ich da rüber schwingen? Sieht doch gut aus. Okay, okay. Geht's da raus? Ja, da geht's nach außen, aber schauen noch mal drinnen trotzdem, nicht, dass ich da was übersehen habe. Hier gehst du noch mal weiter rauf.
So, da oben war ich schon. Da oben war ich eigentlich. Weiter geht's nicht rauf. Schade. Ja, viel weiter komme ich da so nicht rauf. Mal schauen, in der Richtung vielleicht. Sackgasse. Okay. Muss doch hier irgendwo was sein. Eigentlich in dem Bereich. Gehen wir jetzt trotzdem da raus. Da komme ich von der Oberseite irgendwo hin. Ich geh mal darauf. So, ja, sieht doch besser aus, glaube ich. Da oben waren wir auch zigtausend Mal schon. Okay, 30 Gegner wieder. 30.000 besser gesagt. Okay. Nur eine Schatzkiste gefunden. Was soll das gewesen sein? Will ich fast nicht glauben. Okay, da finde ich auch keinen Eingang. Das sieht mir alles nach einem Mechanismus aus. Nur Ressourcen. Das gibt's doch nicht. So. Da oben ist schon mal die Anzeige. Also da müsste was sein. Wir haben's. Okay. Wir möchten uns angreifen, alles klar. Gut, dann machen wir die mal fertig, meine Freunde. Unser letzter Fight im Spiel. Wenn wir es so haben wollen. Und zum Schluss nochmal Gear 4. Einfach schön drauf da. Rino Schneider. Wunderschön. Zum Schluss nochmal Gear 4 eingesetzt. Alles klar. Das war's dann. Okay, wir können die Insel weiter erkunden. Da oben gibt es anscheinend auch noch ein Geheimnis. Schau ich mal, ob es auch dazu gehört. Scheint was zu sein.
Oh. Man entdeckt doch immer wieder was. Nicht der Typ schon wieder. Nicht Kizaru schon wieder. Allein ist langweilig, dann okay. Das müsste jetzt sein. Das müsste jetzt natürlich sein. Komm schon, Rafi. Schönen Treffer setzen, Rafi. Den Typen machen wir noch platt. Okay. Alles klar. Der ist jetzt schon. Der teilt jetzt heftiger aus als davor. Leider G4 davor verschwendet. Leider G4 verschwendet. Komm her, aber bist. Ich hasse den Typen einfach. Ich hasse den Typen, wie der da verschwindet. Ich hasse den Typen einfach. Der verschwindet viel zu schnell. Wo ist der jetzt schon wieder? Was macht der Typ da unten? Komm doch, ja klar. Versteck dich einfach, Penner. Weglaufen kannst du auch nicht. Okay. Bleib da stehen. Jawohl. Er will jetzt nicht aus dem Kampfgebiet raus, weil der hat das Talent dazu, uns einfach aus dem Kampfgebiet rauszuschmeißen. Bleib doch mal irgendwo stehen, du Penner. Ja, der läuft jetzt sicher wieder weg. Alles klar, ja. Gut. Alter, der ist echt nicht ohne, der ist echt nervig. Jetzt aber, meine Freunde, jetzt komm schon. Jetzt treffen wir den Typen mal. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir echt. Jetzt reicht's mir echt. Ritter auch noch, komm schon. Jawohl, meine Freunde. Haben wir dann auch endlich wieder besiegt. Alle Mann sind in Position. Kommen Sie sofort zurück und übernehmen Sie die Kommando. Ende der Nachricht. Jetzt ist er wieder weg. Wir müssen weiter. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Du bist wie ein kleiner Kakerlake, die man nicht los wird. Wir treffen uns bestimmt. Das wollte ich zu dir gerade sagen. Ging dich auch nie weg. Das Geheimnis der Mine. Nemke-West erfüllt, meine Freunde. So. Schön mit unserem UFO. Da oben. Genau. Dann war's das mit One Piece, meine Freunde. Eine Fertigkeit aktiviere ich noch. Was haben wir da übrig? Nehmen wir einfach eins. Und noch eins. Gut. Fertigkeitspunkte sind verteilt. Dann sage ich schon mal. Oh. Natürlich stehen wir noch vor einer Kiste. Die machen wir noch auch auf. Und ich sage schon mal vielen Dank für die ganzen Abonnenten, dass ihr das Video angeschaut habt, geliked und geteilt habt. Und seid gespannt auf meine nächsten Projekte. Also vielen Dank, meine Freunde, und bis zu den nächsten Videos.